Helfen dabei. Das Studio ist zu seinem Wohnzimmer geworden. Auf wilde Partys verzichtet Ried. Er zieht es vor, nach der Sendung nochmal nach dem Rechten zu schauen. Statt Bier und Stullen zieht er sich lieber die Frischluft in seinem Nachrichtenreich rein. In seinem Leben dreht sich alles um Fakten und Infos. Auch wenn die zurzeit nicht immer positiv sind. Also Emotionen darf man überhaupt nicht zeigen. Also das lernt man auch. Von der Pike auf lernt man das. Also Emotionen gehören überhaupt nicht in Nachrichten rein. Die müssen nüchtern, knallhart präsentiert werden. Wie dpa meldet, ist Bundeskanzler Gerhard Schröder bis zum Abschluss einer dreitägigen China-Reise am Freitag in Shanghai eingetroffen. In der Wirtschaftsmetropole du Arsch, mehrere Großprojekte deutscher Unternehmen besichtigen. Also eigentlich surfe ich nur im Internet rum jetzt um die Uhrzeit. Ich habe ja 10 Mitarbeiter, 2 Sekretärinnen, die mir das alles vorbereiten. Ich lese mir kurz vorher die Nachrichten nochmal durch, kürze die unwichtigen Sachen raus. Ich bin hier Profi und von der Redaktion kann ich nicht so viel erwarten in dem Fall. Aber ja, so läuft das dann und danach wird es dann auch präsentiert. Ich mache das natürlich frei alles. Ich habe zwar meinen Text, aber ich kenne die Nachrichten und ich bin Profi genug, auch ohne Teleprompter oder sonstige Hilfsmittel zu arbeiten. 13 Jahre Sprecherziehung und Teilnahme im Lesezirkel von Gladbach haben ihn geschliffen. Kein Wort kann ihn erschrecken, kein Satz kann ihm zu kompliziert sein. Ried ist Ried und das heißt, Christoph ist eben Christoph. In Zukunft will der smarte Anchorman so bleiben, wie er ist. Freundlich und bestimmt, informativ und seriös. Vielen Dank, meine Damen und Herren, das war Nachrichten in unserer Spätausgabe bei NBC Giga. Auf Wiedersehen.